Um zu verstehen, warum es neben der Diode und der Triode noch weitere Röhrentypen gab, müssen wir uns nochmal für einen Moment um die Triode kümmern. Und dazu habe ich unsere schon bekannte Triode, die wir uns schon angeguckt haben, nochmal hier auf dieses Messbrett gegeben. Und wir messen einfach mal mit unserem Messinstrument Kapazitäten. Ja? Und wir schauen uns da einfach mal die Kapazität an zwischen der Anode und dem Gitter und stellen fest, da gibt es einen Kondensator einer Kapazität von 0,45 Nanofarad. Dann gucken wir nochmal die Kapazität zwischen Anode und Kathode an und stellen hier fest, ja, braucht ein bisschen. Auch da ist eine Kapazität. Ja? Und dann gucken wir natürlich noch zwischen Kathode, die ist ja hier, das war ja eine direkt beheizte Röhre, also das ist die Kathode, und dem Gitter, stellen wir denn da auch eine Kapazität fest. Und dann stellen wir, ja, da ist auch eine Kapazität, aber eine sehr viel geringere, 0,36 Nanofarad. Das heißt, in dieser Röhre stecken ja drei Kondensatoren, wenn man das so übersetzen mag. Das müssen wir uns mal im Stromlaufplan anschauen. Ja, und in diesem Ersatzstromlaufplan der Triode haben wir jetzt mal die drei Kapazitäten eingezeichnet. Wir haben einmal die Kapazität zwischen Anode und Gitter. Wir hatten einmal gemessen eine Kapazität zwischen Anode und Kathode. Und wir haben gemessen eine Kapazität zwischen Gitter und Kathode. Am schmerzhaften ist natürlich diese Kapazität. Nicht nur, weil sie besonders hoch war vom Wert, sondern weil sie ja für hohe Frequenzen einen Kurzschluss bildet. Das heißt also, das Ausgangssignal, das Wechselstromsignal, wird, je höher die Frequenz ist, umso energischer zum Gitter wieder kurzgeschlossen. Und das bedeutet natürlich für unsere Triode, dass sie einen ganz erbärmlichen Frequenzverlauf hat. Das heißt, für hohe Frequenzen ist eine Triode unbrauchbar. Ja? Da müssen wir uns was einfallen lassen. Hier sehen wir uns nochmal diese besonders schädliche Kapazität an. Ja? Also hier würden wir jetzt sehen, wenn wir hier mit einer relativ hohen Frequenz auf dem Gitter einwirken, dann wird im Grunde der Ausgang hier wieder zurückgekoppelt. Ja? Und das ist natürlich etwas, was man so gar nicht wirklich gebrauchen kann, wenn man diese Verstärkerröhre für höhere Frequenzen zum Beispiel im Empfangsbereich eines Radios einsetzen mag. Wo die Kapazität herkommt, ist eigentlich klar, denn wenn wir uns zurückerinnern, wie so eine Anode aussah, dann war diese Anode als Anodenblech ja ein ziemlich mächtiger Block, ja? Also eine Riesenfläche. Und es ist klar, dass natürlich eine solche Riesenfläche entsprechend dann natürlich auch eine Kapazität ausbildet zwischen dem Gitter und eben der Anode. Und das gucken wir uns am besten nochmal an einem Foto an, indem wir mal in eine Röhre von oben nochmal hineinschauen und dann sehen wir die Verhältnisse nochmal zwischen dem Gitter vor allen Dingen und dem dicken Anodenblech. Ja, die Idee der Röhrenentwickler war die Tetrode. Wir brauchen ein Schirmgitter, was sich sozusagen zwischen der Anode und dem Gitter aufgehängt befindet. Ja? Und dieses Schirmgitter soll sozusagen die Anode kapazitiv gegen das eigentliche Steuergitter abschirmen. Und dieses Gitter nennen wir G2. Ja, sodass wir plötzlich bei der Tetrode oder ab der Tetrode sagen, das eigentliche Steuergitter, was wir bisher kennengelernt haben, das ist unser Gitter 1, nach wie vor Steuergitter, auch hier bei der Tetrode. Ne? Aber wir haben ein zweites Gitter und das nennen wir jetzt logisch G2.
Und dieses Schirmgitter müsste ja eigentlich dafür sorgen, dass im Grunde die Kapazitäten zwar nicht halbiert, aber immerhin reduziert werden. Denn das Gitter liegt ja jetzt zwischen dem eigentlichen Steuergitter und eben der Anode im Aufbau. Hier sehen wir es nochmal ganz schön als grafische Zeichnung. Und damit müsste sich natürlich einiges hier tun. Ne? Da unten die Kapazität, sagte man sich damals, zwischen der Kathode und dem Steuergitter, das ist ja etwas, was uns jetzt nicht wirklich so wehtut. Aber eben dieses kapazitive Verhältnis zwischen Gitter und Anode, das könnte doch durch diese Maßnahme deutlich reduziert werden. Auf dieses Schirmgitter, Gitter 2 genannt, bei uns jetzt nun, legte man ebenfalls ein positives Potenzial, was natürlich etwas kleiner ausfallen sollte als natürlich die Anode, denn der eigentliche Strom soll ja auf der Anode landen. Und so entschied man sich, dieses Gitter 2 so ungefähr auf 80 Volt zu legen, während oben diese Anode natürlich im realen Betrieb etwa wieder bei unseren 200x Volt liegen. Ne? Und ja, das müsste doch funktionieren, denn jetzt sieht das Ersatzschaltbild völlig anders aus. Wir haben zwischen diesem Schirmgitter und natürlich der Anode eine Kapazität, aber am Schirmgitter stört uns diese Kapazität eigentlich weniger. Ne? Und wir haben natürlich noch eine Kapazität jetzt zwischen unserem eigentlichen Steuergitter und dem Schirmgitter. Aber das müsste ja, weil die Drähte hier relativ dünn und die Flächen klein sind, natürlich noch überschaubar bleiben. Also so hatte man sich das entwicklungstechnisch gedacht. Ja, und wenn man dann mit einer solchen Beschaltung auf unserem kleinen Prüfbrett im Grunde so eine Tetrode sich anschaut, dann kommt da eine ganz merkwürdige Kennlinie dabei raus. Dadurch, dass also dieses sogenannte Schirmgitter ebenfalls positiv ist, gibt es jetzt so ein ganz relativ komisches Verhalten in der Kennlinie. Aber diese Frequenz oder die Verstärkung auch bei hohen Frequenzen war eindeutig besser als bei der Triode und deswegen empfand man also diese Variante schon als Hit. Ne? Es war aber ein Übergang, eine Übergangslösung. Denn man wollte nicht mit dieser Kennlinie dauerhaft leben. Und was dabei rauskam, könnt ihr jetzt schon ahnen, das ist die Pentode, indem man noch ein Gitter in die Röhre einzieht. Ja, und so sieht nun prinzipiell der Aufbau unserer Pentode im Glaskolben aus. In der Mitte haben wir unsere Glühkathode, diesen Glühstab, der sich in der Mitte der Röhre befindet. Dann darüber das sogenannte Steuergitter, mit dem wir ja eigentlich den Strom in der Röhre wesentlich beeinflussen wollen, als Gitter 1. Dann haben wir das gerade kennengelernte Schirmgitter, Gitter 2. Das ist über das Steuergitter quasi übergestülpt. Ne? Und darüber setzen wir sozusagen jetzt ein drittes Gitter, was wir Bremsgitter nennen. Bremsgitter deshalb, weil meistens in den Röhren dieses Gitter mit der Kathode direkt schon intern verbunden ist. Damit hat es das gleiche Potenzial wie die Kathode selbst, ne? Und übt damit natürlich auf den Elektronenstrom eine leicht bremsende Wirkung aus. Der Vorteil ist aber, dass wir eben die Kapazitäten dadurch wesentlich eliminieren, ne? Und über alles kommt dann schließlich natürlich wieder unser großes Anodenblech. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die Kennlinie der Pentode jetzt wieder höchst angenehm. Ne? Wir haben hier ein bisschen mehr an negative Spannung nötig, um unseren Arbeitspunkt wieder einzustellen. Ne? Aber im Grunde ist das eine Kennlinie, mit der wir gut was anfangen können im Ausgangsbereich, also als Anodenkennlinie, also das Verhältnis zwischen Gitterspannung und Anodenstrom. Und wir sehen, hier haben wir einen wunderschönen, geraden, fast linearen Verlauf, der jetzt natürlich durch die Reduzierung der Kapazitäten richtig schön linear geworden ist. Und damit wird die Pentode als Standardverstärker in allen Verstärkersystemen heutzutage eigentlich
eingesetzt, natürlich auch bei unseren Gitarrenverstärkern. Die Grundschaltung eines einstufigen Verstärkers mit Triode hatten wir schon kennengelernt. Und so ist es natürlich logisch, dass ich euch auch nochmal die Grundschaltung eines einstufigen Verstärkers mit der Pentode hier einfach mal darstelle. Im Grunde müsstet ihr jetzt in der Lage sein, im Grunde auch diese Schaltung selbst erklären zu können. Bin gespannt, ob euch das gelingt. Ja, und wenn wir nochmal in so einen Gitarrenvorverstärker als Röhrenverstärker hineinschauen, dann finden wir hier so berühmte Röhren wie die EL84, also die Pentoden, die richtig Schmackes machen und einen sehr, sehr breiten Frequenzgang haben, sodass auch die hohen Töne verzerrungsfrei tatsächlich von unseren Röhren verstärkt werden. Und das Ganze funktioniert natürlich recht problemlos. Und das war der Stand sozusagen bis zum Ende der Röhrenära. Ne? Also die Pentode ist viele, viele Jahre in Anwendung gewesen und hat sich natürlich mächtig bewährt, weil sie war erfolgreich. Ja, und mit diesem letzten Bild möchte ich mal wieder für heute schließen. Natürlich geht es in der Röhrengeschichte noch eine Ecke weiter. Ich habe vor allen Dingen vor, jetzt mal langsam konkrete Schaltungen mit euch zu besprechen. Also das war wirklich die Beschaltung der Pentode und das im Zusammenhang natürlich mit den gesamten Bauelementen eines Verstärkers zum Beispiel, dass wir uns das mal näher anschauen und kennenlernen. Bis dahin wünsche ich euch aber eine schöne Zeit. Ade und bye bye.